Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau einer Sekunde. War wieder eine knappe Sache. Wichtig, davor liken und auch gerne abonnieren. Vielleicht schaffen wir mal wieder die 1000 Likes auf den Shop-Videos. Gerne liken. Heute im Shop. Ah, ich glaube, heute haben wir... Obwohl, ist da nicht was Neues? Ah, nee. Bei den Skins ist tatsächlich nicht nichts Neues dazugekommen in den Stilen. Ich dachte, die hätten da irgendwas dazu bekommen. Ja, Skins geht so... Warte mal, Himmel hat doch... Das finde ich bodenlos. Wartet mal. Weiblich? Neuer Skinstil, männlich nicht. Ich frage mich immer, warum Epic Games sich dazu entscheidet, nur die weiblichen so zu machen. Ich meine, die gehören ja zusammen. Also ist doch was Neues im Shop jetzt. Für die, die es halt schon früher hatten, also den Skin haben es früher bekommen. Aber das ist jetzt hier neu an der... Das finde ich ja Quatsch. Das finde ich los. Also das finde ich ja ultra los. Aber naja. Backpack am Start. Spitzhacke. Ist okay, aber nichts krasses. Das Gleiter finde ich sehr, sehr chillig. Aber das mit Himmel, das regt mich anders auf. Das ist los. Wenn dann auch schon für den hier, dann hätte ich auch einen nicen Stil für den bekommen. Aber nein. 2k einzeln, lohnt sich nicht einzeln. 2k lohnt sich auch nicht wirklich. 800 Pickaxe, 500 Gleiter, der ist fresh. Nächstes. Neues Bundle. Für 100 schmackhafte V-Bucks. Ey, das ist ein komplett neues Bundle. Geil. Sehr, sehr geil. Also haben wir zwei neue Gegenstände heute im Shop, die wirklich nice sind. Lackierung sehr, sehr wild. Skins, muss ich sagen, geht so. Ist jetzt nicht so mein Fall. Aber gerne eure Spind- oder Paketpreise kommentieren. Weil einige von euch bekommen es safe günstiger. Safe. Yep. Der hat auch diese zwei Stile und... Oha. Einmal Backpack mit zwei Stilen. Bin gespannt. Vielleicht gibt es heute irgendwas Seltenes. Kann ich das spoilern? Spoilern kann ich so halbwegs. Also... bis jetzt sehe ich nichts Seltenes, nö. Nö, bis jetzt nicht, nee. Was haben wir ansonsten? Spitzhacken, ja, nee. Sound finde ich aber cool. Doppelhändig spiele ich aber nicht, also die jetzt nicht. Gleiter, naja. 1,8, 1,5, 1,8. Nee, Quatsch. 800, was für 1,8. 800 das hier. 300 Lackierung. Dann haben wir hier, vorletzter Bereich für heute, die ist nice. Einmal ohne Hut, einmal ohne Sonnenbrille. Die ist nice, hat keine nervigen Seitentaschen, cooler, cooler Schwitzer-Skin. Okay. Dafür, warte mal, die Stile muss ich mir kurz abchecken. Man kann die so spielen. Ah, aber nicht komplett ohne Brille. Doch, kann man auch. Ah, okay, krass. Also hier hat man vier Variationen vom Skin. Hier werden nur drei angezeigt. Backpack hat viele Teile, ich weiß nicht, wie die heißen. Sticker oder wie auch immer. Hat einmal mit und ohne. Spitzhacke. Geht so. Geht so. Die Skins, muss ich sagen, finde ich richtig wild. Einmal in der Variante geht so. Die Variante finde ich cool. Backpack finde ich hässlich. Ist halt ein Hase, den ich nicht so cool finde. Nö. Männliche, guck, hier hat es Epic Games zum Beispiel hinbekommen, der männlichen Variante auch ein Zweitziel zu geben. Aber das haben sie anscheinend da oben nicht hingekriegt. Hatten wahrscheinlich zu wenig Zeit. Backpack ist sehr gruselig. Skippen wir mal ganz schnell. Spitzhacke finde ich trash. Ja. Aber hey, für den Preis macht man eigentlich nichts verkehrt. Kann man sich schon gönnen. Gleiter skippen wir aber ganz schnell. Da ändert sich nur das Logo oben minimal. Skin, der neu ist. Naja, was heißt neu? Seit 4 Tagen, glaube ich, im Shop ist. Der bleibt weiterhin im Shop. Ja, cooler Skin. Safe, sehr nice. Das ist so oder so eine 10 von 10. Aber nicht so, sondern das ist eine 10 von 10. Das ist ein schmackhafter Skin. Ansonsten ein Backpack, finde ich trash. Spitzhacke gab es mal gratis für PC-Spieler. Ist ein Spinnschlucker für mich. Nutze ich nie. Wackelaugen, auch nicht schlecht. Lackierung, sehr nice. Cool. Und heute, wie gesagt, es gibt nichts Seltenes heute im Shop. Dafür zwei neue Dinge, was ich wild finde. Was ich auch wild finde, ist, nicht den restlichen Itemshop, aber gerne hier benutzen. F-E-R-J-O-S-Y-T, falls ihr mich supporten wollt. Und dann war es auch hier schon mit der kurzen Shop-Info.